Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeistert Motorrad- bzw. MotoGP-Fans, und willkommen hier zurück zur Let's Play MotoGP 19. Heute steht Thailand auf dem Programm. Apropos auf dem Programm, Programme sind ja auch immer vielseitig, gerade was das Fernsehen betrifft, das deutsche oder das österreichische Fernsehen. Deswegen einfach mal spontan die Frage an euch: Wer schaut von euch noch Fernsehen? Und wenn ja, was ist denn da noch euer Lieblingsfernsehsender, beziehungsweise welches Programm von welchem Sender schaut euch gerne an? Apropos Programm, ich habe auch immer mein Standardprogramm hier, wenn ich so ein Grand Prix mache. Ich mache grundsätzlich immer das Training mit den Entwicklungsprogrammen, zweimal die Distanzanalyse, 5 Runden, dann die Rennsimulation und eine Runde mache ich dann noch die simulierte schnelle Runde, dann geht es bei mir eigentlich auch in der Regel genau in das Qualifying. Meistens bin ich da schon in Q2, weil das Bike das ja auch immer hergibt. Ansonsten mal so die Frage an euch: Wie gefällt euch eigentlich Thailand? Also nicht das Land, sondern die Rennstrecke mit diesen hässlichen asphaltierten Auslaufzonen, wo ich nach wie vor einfach kein Fan davon bin. Und Formel-1-Fahrer sind da auch nicht wirklich der Fan davon, und MotoGP-Fahrer, ich glaube, da brauche ich gar kein Wort drüber verlieren. Die sind da erst recht keine dicken Freunde. Mal gucken, ob ich mit der Rennstrecke auch dicke Freunde bin und vielleicht eine weitere Pole Position herausgefahren habe. Thailand war ja nie die Rennstrecke für die Konkurrenz. Und das sehen wir natürlich auch mal wieder hier. Eine weitere Pole Position nach Aragon ist auf unserem Konto. Ja gut, das Geld, was ich hier verdiene, ist noch nicht auf meinem Konto, aber das ändert sich ja hoffentlich bald. Und zwar nicht das Geld, meine ich damit, was auf meinem Konto ist, sondern mein Punktekonto. Denn wir müssen ja noch jemanden überholen in der Fahrerwärme. Da sind wir aktuell auf Position 5, Marquez, Lüthi und auch der gute Schrötter trennen ja nur noch einen Punkt in der Fahrermeisterschaft. Da haben wir leider kein Wörtchen mitzureden. Mal gucken, ob wir ein Wörtchen mitreden können, wenn es hier um den Sieg geht. Und dabei wünsche ich euch natürlich mal wieder viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung. Die Aufwärmrunde ist beendet und die Fahrer haben ihre Plätze in der Startaufstellung bezogen. Der Grand Prix von Thailand geht jeden Moment los. Es geht los. Und was mir auch aufgefallen ist, die KI hat ein bisschen weichere Reifen als ich. Ich fahre Medium, Medium. Der Schrötter zum Beispiel fährt Soft, Medium. Und mal gucken, wer hier die richtige Entscheidung getroffen hat. Soft, Soft würde nicht funktionieren. Das habe ich auch schon gemerkt im freien Training. Ich bin sogar im freien Training die Rennsimulation auf hart gefahren und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert definitiv nicht. Schrötter, der will einsetzen, bei der Sari schon direkt dahinter. Wir fahren hier nämlich 8 lange Runden. Der Reifenverschleiß ist ja nicht das Problem. Das Problem, das heißt Reifentemperaturen. Probleme bei der Konkurrenz sehe ich hier im dritten und im Schlusssektor. Probleme sehe ich ganz besonders bei mir im ersten und im zweiten Sektor. Und da befinden wir uns gerade. Wo ich auch noch ein Problem sehe, ist, dass ich auf dem Bike sitzen bleibe. Nein, eigentlich grundsätzlich nicht. Das sollte ich hoffentlich schaffen. Hier schieße ich die KI nämlich sehr, sehr gerne rein. Und hier ist die Traktion sehr, sehr problematisch. Lucatoni, der hat ein paar andere Probleme mit seinem Bike im Verkehr, wahrscheinlich weiter hinter uns. Schrötter und Kohl, keine Sorge, in den 8 Runden werden sie anders als in Aragon auch mal angreifen. Die Track Limits nimmt die nicht so genau, denn das ist hier bei so einer, ja, richtig asphaltierten Rennstrecke leider ein großes, großes Problem, was ja schon einige Formel 1 Fahrer jedes Mal bemängeln, und die MotoGP Fahrer, ich glaube, die würden das ganze Thema sogar noch weiter aufheizen, beziehungsweise noch dramatischer sehen. Dramatisch ist die erste Runde schon gewesen, weil Schrötter war mal ganz kurz neben uns, aber wir führen hier momentan den Grand Prix an von Thailand. 39,3, hier stimmt die Dialinie mal gar nicht überein. Da kann ich euch mal gleich einen Tipp in Runde 3 geben. Da habe ich mir zum Beispiel nämlich selber jetzt einen Bremspunkt herausgesucht. Ein Thema habe ich leider jetzt momentan nicht herausgefunden, weil ich habe da so ein bisschen die Kommentare durchgestöbert, habe da leider nichts gefunden. Aber wie gesagt, falls du noch irgendein Thema hast, dann zögere mal gar nicht und mach das so wie der Kollege gerade neben uns und divebomb einfach mal in die Kommentare ein Thema rein.
Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ich glaube, das war aber nicht Schröter, sondern müsste Baldassare gewesen sein. Schröter jetzt innen mit einer besseren Beschleunigung an uns vorbei. Jetzt geht's in die Linkskurve rein. Die kriegen wir nicht besser. Jetzt geht's hier links herum. Da möchte Baldassare dann vorbeigehen. Gelingt ihm nicht. Ich darf aber den Anschluss an Schröter nicht verlieren. Das bedeutet, wir müssen kämpfen hier. Für den Sieg müssen wir hier auf jeden Fall kämpfen. Schröter will auf und davon. Der will weg. Der möchte wegfahren. Und das möchte ich natürlich nicht. Da bleiben wir jetzt dran. Dann brauche ich auch kein Thema. Das Thema heißt dann Schröter jagen. Was natürlich gar nicht so einfach ist, denn der hat Soft Medium. Das habe ich gesehen in der Skalaufstellung Soft Medium. So eine Verbremser wird das leider nichts. Schröter mit der schnellsten Rundenzeit. 1,38. Nein, 37. Ach, das ist schnell. Das ist wirklich schnell. Und da könnte er schon mehr oder weniger auf und davon sein. Weite Linie bin ich hier gefahren, da hinten. Ja, die haben die Lücke wieder größer werden lassen auf mich. Wundert mich. Aber der Sarah hat mich da nicht aus dem Konzept gebracht. Er hat mich einfach nur ausbeschleunigt, der Schröter. Mehr war das gar nicht. Ausbeschleunigt nach dieser Kurve hier. Ja, da tue ich mich schwer. Mein Vorderreifen überhitzt auch leider schon. Das heißt, ich muss mich wieder bis nach hinten orientieren. Schröter fährt mir auf und davon. Die 37er Zeiten fahre ich nicht von ihm. Und hier muss ich ganz fairerweise sagen, dann ist Aragon leichter als Thailand. Nach aktuellem Stand der Dinge. Weil sobald die KI einmal mal freie Fahrt hat, fährt sie mir in der Regel weg. Guck, ob ich da überhaupt nochmal rankomme. Ich glaube da nicht so jetzt dran. Weil er fährt dann doch einiges schneller. Über eine Sekunde ist halt viel. Schröter, der weiß nicht, in einem Zweikampf verwickelt. Das war in Aragon der Fall. 1,3, ich habe sogar noch eine Zehntel jetzt verloren. Baldassare hinter uns 6 Zehntel. Ausfälle gibt's ja nicht, außer er stürzt vielleicht. Dann könnte ich mir da noch was ausrechnen, aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Wieder leicht verbremst, Vorderreifen zu heiß. Und er fährt wieder eine 37,4. Ich war eine 38,1. Das sind einfach mal 7 Zehntel, die er schneller fährt. Und ich fühle mich momentan hier am absoluten Limit. Und es reicht nicht. Marini hinter uns, Bastianini, glaube ich, noch weiter hinter. Wo ist denn hier Marquez? Und wo ist vor allem der Teamkollege von Schröter, Lütti? Den vermisse ich auch so ein bisschen. Da wird die Divebomb kommen. Oder auch nicht. Keine Divebomb von Marini. Hätte ich jetzt erwartet. Baldassare ist hier der aggressive Fahrer gerade. Der nach vorne möchte. Aber Schröter, den gratulieren wir schon mal nach Runde 4 zum möglichen Sieg. Den wird ihm, glaube ich, keiner mehr nehmen. Er kann sich nur noch selber schlagen. Genau wie wir. Also die KI ist immer noch im Rennen ein bisschen besser als ich. Obwohl, was heißt ein bisschen? 120 bin ich Pole Position gefahren hier. Mit 2 Zehntel Vorsprung. Und im Rennen tue ich mich dann doch ein bisschen schwerer wieder. Ich weiß nicht, ob da die Reifenmischung so eine große Rolle spielt. Aber jetzt, ja, eine Sekunde verliere ich im Schritt. Eine Sekunde! Wenn ich die letzten Sektoren mal vergleiche. Beziehungsweise den Sektor aus der letzten Runde. Und den gleichen Sektor jetzt. In dieser Runde war das wirklich eine Sekunde. Ach, den Bremspunkt wollte ich euch nochmal kurz erwähnen, hier, wo ich hier bremse. Hier bremse ich grundsätzlich zu spät. Keine Ahnung, das ist mir im Training nie passiert. Hier links sieht man so weiße Streifen. Und zwar hier 1, 2. Und den zweiten nehme ich als Orientierung. Genau, den zweiten, nicht den ersten. Den zweiten nehme ich als Orientierung. Dann funktioniert das schon. So, kleiner Fehler. Jetzt kriege ich keine Time Penalty drauf. Und Marini ist dran. Marini ist dran, Marini kommt vorbei. Bis es dann zum Anbremsen kommt. Ja, die Beschleunigung wird wieder ihm gehören. K
Kleiner Fehler in Kurve 1 kostet mich Position 2 gegen Marini, weil er besser raus beschleunigt. Aber die Runde ist noch lang. Vielleicht habe ich gegen Marini ein bisschen bessere Karten. Dass er mir jetzt nicht so wegfährt wie der Schrötter. Den Schrötter sehe ich noch vom Weiten. Aber kaum ist er vorbei, dreht auch Marini auf. Hat freie Fahrt. Die Handbremse ist quasi weg. Weggezogen bei ihm. Das hat man so echt das Gefühl bei der KI. Das muss ich immer noch so sagen. Das hat Meister nach wie vor nicht hinbekommen. Der nächste wäre Fernandes. Jetzt geht es aber hier ums Podium. P3. So viel möchte ich mal sagen. Warum verbremse ich mich in jeder Runde? Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Das wundert mich so ein bisschen. 39,1. Ich komme ja auch nicht an die Rundenzeiten ran, die ich im Training gefahren bin. Also kam ich sogar mit den härteren Reifen besser zurecht. Die Reifen sind jetzt auch schon ein bisschen runter. Also ich weiß nicht, wie der Schrötter das überlebt mit Soft Medium. Ich habe hier beide Medium-Reifen drauf und habe enorme Probleme, jetzt doch über die Distanz zu kommen von 8 Runden. Das Bike von Kiefer Racing hat ein Reifenproblem. Und ich habe ein Grip-Problem gerade. Das ist nicht mehr zu unterschätzen. Das wird schwer. Position 3 hier zu behalten wird schwer. Marini, Schrötter sind weg. Die sind weg. Punkt ausfertig. Die sind weg. Da müssen wir realistisch genug sein und sagen, die sind weg. Konzentrieren wir uns auf das, was möglich ist, nämlich im Podium. Und das verlangt das Team auch mittlerweile ja von uns. Podium ist das, was das Team verlangt. Und ich verlange den Reifen vielleicht ein bisschen zu viel ab. Ist immer schwer zu sagen. Im Training sah das auch ein bisschen anders aus. Da hatte ich wieder ein bisschen anderer Fahrstil auch. Nicht so aggressiv in den Kurven und nicht so aggressiv in der Bremse. Als jetzt hier zum Beispiel im Rennen. Das merke ich auch wieder. Dadurch kommen diese hohen Temperaturen zustande. Von knapp 135 Grad hinten. Das glaube ich kriege ich auch nicht mehr in die Birne hier. Dass ich da auf jeden Fall zu spät bremse. Das war bisher in jeder Runde der Fall. 2 Runden noch. Müssen wir hier kämpfen, müssen wir zittern um ein Podium. Wir würden aktuell schränken, haben sogar noch Punkte auf und in der WM. Außer gegen Schrötter. Schrötter würde hier die Führung übernehmen. Und zwar deutlich vor Marquez und Lutti. Ich weiß nur gerade nicht, wo die sind. Okay, ich habe mich mit den harten Reifen deutlich wohler gefühlt. Ich habe das Gefühl, der Bremsweg ist auch ein bisschen länger geworden als im freien Training. Warum auch immer. Das kann ich leider auch nicht erklären, warum das gerade so ist. Fernandes neben uns. Wir bremsen einen Tick später. Er beschleunigt dafür aber eher. Okay, what for move. Und da kommt schon der Nächste. Und der räumt beide ab. Bayazari räumt Fernandes ab. Und mein Bein wird richtig unruhig gerade. Okay, Baldassari nutzt die Gunst der Stunde für mich aus und räumt Fernandes ab. Da habe ich aber richtig Schwein. Ich weiß nicht, ob ich da sogar noch nachgeholfen habe. Ich glaube, ich habe sogar noch Fernandes leicht angeschoben. Also könnte ich sogar nachgeholfen haben bei der Kollision. Allerdings würde ich bei der Rennlandung sagen, ich weiß von nichts. Ich weiß allerdings, dass die letzte Runde die Torturrunde wird. Wer ist denn jetzt gerade hinter mir? So, jetzt bremse ich mal deutlich früher. Damit ich auch die Kurve bekomme. So ist es gut. Weiter geht's. Letzte Runde. Marquez gerade auf der 4. Marquez auf der 4. Dahinter Lütti. Bastianini und Navarro. Da muss ich aufpassen. Da müssen wir jetzt nochmal aufpassen. Auch keine Time Penalty mehr einfangen. Marquez kommt. Der Reifen, die beiden Reifen sind runter. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich echt nie gedacht. Das war optimal gebremst. Und optimal reingehalten von Alex Marquez. Und dann stürzt sie und schmeißt das Rennen weg. Nein, ich schmeiß nicht nur das Podium weg, ich schmeiß das Rennen weg.
Und wer liegt denn da auch noch? Da lag noch jemand. Position 20 ist wie bei Corsi Dixon. Oh mein Gott, was für ein Desaster. Der Reifen ist tot, der Reifen ist überhitzt und ja, schlussendlich passiert dann genau dieser Fehler. Oh mein Gott, ein Drama ist gerade hier in der letzten Runde passiert. Unfassbar. Marquez hält rein. Ich will besser rauskommen als er und was passiert? Highsider. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Das wird eine Nullnummer werden. Das wird eine dicke, fette Nullnummer werden. Wir sind nämlich aktuell auf Position 22. Bis 15 müsste ich nur nach vorne fahren. Das wird nicht passieren. Den Martin habe ich gerade überholt. Hier. Den Rookie, der mit mir aufgestiegen ist, wortwörtlich. In der letzten Saison, so kann man es beschreiben. Was für eine Dramatik. Was für ein Rennen. Glückwunsch an Marcel Schrötter. Und wir schmeißen Punkte weg. Wir schmeißen Punkte weg in der WM. Und ja, stürzen vom Bike runter und beenden das Rennen auf Position 21. Oh mein Gott, da habe ich mich dann wohl oder so übel von Alex Marquez überrumpeln lassen, der auch als Dritter dann über die Ziellinie gefahren ist. Marini war auf 2, Nakashima auf der 4, Lecon auf der 5, Lütti nur auf Position 6. Ja, und was soll ich sagen? Ich glaube, das ist das zweite Rennen. Nee, das ist das erste, das einzige Rennen in Katar, wo ich ja hinter meinem Teamkollegen ins Ziel gekommen bin. Hier bin ich noch vor ihm ins Ziel gekommen. Was war das für eine letzte Runde? Den Fehler muss ich mir allerdings selber auf die Fahne schreiben, aber das kann auch passieren. Aber wir bleiben trotzdem noch auf Position 5 in der Fahrer-WM. Das sollte das Ziel nach wie vor sein. Ärgerlich, richtig ärgerlich. Aber das passiert. Damit war Dramatik drin, damit war Spannung drin. Ich musste mich wehren gegen Alex Marquez. Der hat später gebremst und hat die Linie gehalten. Das fand ich so, oder finde ich so verblüffend. Aber das finde ich macht Spaß, genau an dieser Konkurrenz, an dieser KI. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play MotoGP 19. Also macht's gut, haut rein und tschüss!